Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich an der Stelle mit Thorsten Helbig. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. So, mal langsam hier. Und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Der Thorsten hat gute Laune, das ist sehr gut. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, was uns Thorsten heute zeigt. Bitte auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung verstehen. Gut, dann, lieber Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche wie immer viel Erfolg und viel Spaß. Ja, wir probieren mal. So, guten Morgen. Guten Morgen um 7.49 Uhr und 45 Sekunden. Übrigens, der Herr Cardoso Neto, auch wenn er mit dem Sprechen ein bisschen Kummer hat, der schreibt sich mit C. Wahrscheinlich ist da das Problem. Ich sage immer, wenn jemand morgens so ein Problem hat, stotter doch einfach eine Viertelstunde erst in Klatte. Dann kannst du es nachher sauber vortragen. Guten Morgen nach Ratingen. Ja, ich komme immer 48, weil sonst verpasst Lutz die ersten 3 Minuten. Schön, dass es so eine treuen Händler gibt. Einen wunderschönen guten Morgen aus Estonia, aus Estland. Ich muss zu meiner Schande heute sagen, dass wir heute nicht mit Webcam arbeiten. Aus dem Grund, dass wir bis vorgestern weiter südlich in Estland waren. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal dichter an der russischen Grenze war. Da sieht man es. Hier läuft die russische Grenze lang und hier in der Valapampa, wo man nach 4-5 Kilometern Schotterweg denkt, da kommt gar nichts mehr, steht ein ökologischer Bauernhof mit sehr, 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 sehr lieben, netten Betreibern, die uns dort Platz zur Verfügung gestellt haben, auf dem wir eigentlich nur 1-2 Nächte bleiben wollten und sind dann dort eine ganze Woche hängen geblieben. Für sehr kleines Geld hatten wir dort ein super, super Wetter, jeden Tag 26, 27, 28 Grad. Da macht das Arbeiten richtig Spaß, wenn man draußen sitzt, man hört ringsrum einfach nichts. Kaum Vögel, ab und zu kommt mal ein Storch vorbeigeflattert. Die Geschichte werdet ihr dann in dem Reisebericht lesen. Dort werde ich sie erzählen. Ich bin knapp am Herzinfarkt vorbei mit der Story mit einem Storch. Und jetzt ist gestern das Wetter eingebrochen hier und statt 26, 27 Grad haben wir nur noch, ich sag mal, 13, 14 Grad. Und bei 13, 14 Grad setze ich mich nicht draußen hin mit 3 Bildschirmen und Webcam und dicker Fließjacke und Kapuze und selbstgestrickte Pudelmütze. Das ist mir dann zu kalt. Deswegen sind wir im Wohnmobil heute und deswegen macht die Webcam auch nicht so richtig Sinn. Und zum Dritten ist es immer in diesen ruhigen Ecken, in denen wir uns bewegen. Das haben wir auf dem letzten Platz hier in Mixe, im Palistalu, heißt der Hof, gemerkt, dass die Internetverbindung manchmal recht schwach ist und die Webcam, die frisst ganz schön. Wir sind jetzt hier oben in der Nähe von Pölva gelandet. Pölva liegt hier, sind ein paar Meter dahinter und sind auf dem Weg in Richtung Tartu. Da fehlt die Hälfte. Hier, guck mal an hier. My Root App macht dir den Nelson, verschluckt morgens die Hälfte hier. Ja, Estonia ist nur noch Onja und Tartu ist nur noch da, jetzt. Hier ist Tartu, soll eine wunderschöne Altstadt haben, das wird der nächste Schritt und dann werden wir uns an den Peipi-See begeben. Hier quer durch geht auch die russische Grenze, um uns dann wohl oben an den nördlichsten Punkt mal blicken zu lassen in Narva.
Und ich gehe mal davon aus, aus diesem Bereich werden wir dann nächste Woche das Webinar machen, weil danach werden wir erst entscheiden, ob wir von Tallinn mit der Fähre übersetzen nach Helsinki oder ob wir es sein lassen. Wir machen das nur, wenn wir die Möglichkeit haben, dort auf Bären-Safari zu gehen und die Bären wirklich in freier Natur zu erleben. Wir haben eine Woche jetzt auf dem Bauernhof verbracht, weil dort direkt vor unserem Wohnmobil in einem Waldstück mindestens ein Bär, eher sogar ein Bärenpärchen, lebt. Wir haben die Spuren gesehen, wo sie Erdnester, Bienennester aus der Erde ausgegraben haben, 3-4 Tage bevor wir angereist sind, und haben auch die Spuren im Wald gesehen, aber leider noch keinen Bären live. Das ist die Tour, das ist unser Plan. Das heißt, hier unten im Süd, hier in dem Bereich, das ist Karelien. Dort haben wir eigentlich vor, und dann ein paar Tage rumzutreiben. Das ist das Bärengebiet schlechthin in Europa. Und wir hoffen, dass wir dort die Chance haben, dann auch einen Meister Petz vor die Linse zu bekommen. Okay, aber deswegen sind wir nicht hier, sondern wir sind ja hier, weil wir was machen wollen. Wir wollen uns ein bisschen mit der Börse befassen. Ne? Das ist auch eben, als ich gesagt habe, guten Morgen nach Österreich, an verloren zwischen den Ohren. Das ist nicht böse gemeint, also nicht falsch auffassen, dass ich da irgendjemand zu nahe treten will, sondern das ist unser Martin. Und unser Martin ist, glaube ich, nach 3 Jahren Abstinenz wieder zurückgekommen. Ich weiß auch nicht, ob er sich inzwischen woanders rumgetrieben hat und es ihm bei uns vielleicht doch besser gefällt. Aber den Spruch vergesse ich nie. Martin war, meine ich, im September oder Oktober 2012 in Lohr bei mir im Seminar. Und danach hat er diesen Spruch bei mir im Gästebuch hinterlassen. Es war ein sehr schönes Seminar. Und danach hat er diesen Spruch, verloren wird zwischen den Ohren, im Gästebuch hinterlassen. Seitdem verwende ich den. Okay, wir werfen Punkt A einen Blick auf den Euro-US-Dollar. Und hier haben wir ein, zwei Sachen auseinandergepflückt, an denen wir auch euch hier in den öffentlichen Webinaren teilhaben lassen wollen. Wir haben die letzten Tage immer mit der Marke 1,1492, 1,1494 gearbeitet. Hier ist sie noch drin. Und wir sind ja nicht nur angetreten, auch wenn man uns das manchmal unterstellt, wir sind ja nicht angetreten, um hier rumzuprahlen, was wir für eine geile Performance machen oder sonst irgendwas, sondern wir sind hier angetreten, um uns gemeinsam was zu erarbeiten und gemeinsam was zu lernen. Das ist mein Ansinn und das wollen wir auch. Und dazu gehört es auch, mal eine Fehleranalyse zu machen und sich auch mal einzugestehen, Scheiße, warum hast du das oder das übersehen? Ich habe die Marke 1,1494 hier ganz bewusst drinnen gelassen. Ja, das war unser Ziel nach oben. Und erst als er durchgeschossen ist, ich weiß, dass viele von uns diese Geschichte, wir gucken auch gleich mal zurück, diese Geschichte auch gehandelt haben und dann hier bei der 92,94 knapp unter der 1,15 im Euro-US-Dollar die Nummer glattgestellt haben, obwohl, wie wir hier sehen, ich mache es mal auch für Lutz sichtbar, so. Besser, mein Lieber. Grüße aus Estland nach Venezia. Er hat hier unten da. Hier hat er nämlich in dem Bereich 1,1545 und so hat er dann erstmal ziemlich, stimmt nicht, falsche Nummer, da wollen wir hin, da,
1,1470, da hat er schon fürchterlich gebremst. Und dann, als er hier durchgeschossen ist, hat er unsere 1,1494 dann sogar durchschossen um 40 Punkte. Der ein oder andere arbeitet dann mit bestimmten Automatismen in der Stoppführung, die er dann hinterherlaufen lässt und ist dann hier oben über der 1,15, weit über der 1,15 ausgestoppt worden. Andere haben hier nur in Gänsefüßchen nur diese Nummer mitnehmen können von der bis zur 1,1492, weil wir die als Marke aufgerufen haben. Was aber auch nicht schlimm ist, weil gestartet haben wir und die Marke, die rufe ich jetzt mal hier ganz bewusst auf, weil ich weiß, viele von den Teilnehmern waren auch letzte Woche hier. Bei welcher Marke sind wir denn unten gestartet? Wer weiß es denn noch von den Teilnehmern hier aus der Nelson-Gruppe? Ja, Michael, das Fischkopf, dass du das weißt, war mir doch vollkommen klar. Du brauchst doch nur in deinem Blog einmal durchblättern und schon weißt du doch, wer da drin ist, oder? Richtig, 1,1328 war unser Start, den wir, oder das war die Marke, wo wir gestartet haben. 1,1328. 1,1328 war hier am Dienstag letzte Woche der Startschuss. Am Donnerstag, am 16. haben wir das noch erklärt im Webinar. Bei 1,1328, hier war unser Start nach unseren Zielbereichen und dann war das Ziel 1,1492. Ich weiß ja nicht, wer ist durch. Ich weiß ja nicht, wer es durchgehalten hat hier von den Jungs von der 1,1328 bis zu 1,1492. Ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe dann Ende letzte Woche am Freitag die Nummer bei 1,14, hier, als er hier oben rumgeturnt ist, habe ich diese Geschichte dann glatt gestellt bei 1,1420 und habe sogar bei 1,1420 geschortet. Und mit der Short-Position, die uns dann nochmal 10 Punkte gebracht hat, haben wir insgesamt 100 Punkte aus dieser Position gezogen. Der Bildschirm ist schwarz, ich habe bereits neu gestartet. Was kann ich tun? Keine Ahnung. Ich glaube, der Bildschirm ist nur bei dir schwarz. Bei allen anderen ist es in Ordnung, oder? Alles gut, alles gut. Eine neue Anmeldung hilft manchmal, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Oh. Ist nichts zu retten, resetten. Heißt es immer so schön. Okay, was haben wir dann übersehen? Das haben wir uns auch erst deswegen. Ja, ich lasse die Kerzen mal so groß und gehe aber dafür eine Zeiteinheit höher. Wenn ich das Schmale zusammenziehe, sieht der Lutz nichts mehr. Und ja, wir haben hier die erste Bewegung von diesem Tief aus. Wir haben hier die erste Bewegung, dann haben wir hier diesen Doppelboden. Hier startet die zweite Bewegung, die durfte dann auskorrigiert werden und dann die Bewegung 3. Ich glaube, es passiert mir nicht so oft, aber ich habe A gleich C einfach übersehen. A gleich C und C gleich E. Das wären die drei Bewegungen, die er ausführen darf. Und wir hätten sogar diese Korrektur hier ein kleines Stück hatchen können. Wäre sogar ein kleines Stück mitgelaufen. Hatte aber nicht. Aber wir hätten auf jeden Fall diese Long-Position länger laufen lassen können, nämlich bis da hoch bis an die 1,1566. Diese Punkte haben wir leider Gottes verschenkt. Okay. Was erwartet uns jetzt? Das ist ja eigentlich das, warum wir hier sind. Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier?
Der eine oder andere hat ja auch mal noch andere Ideen, hier irgendwas anders zu veranstalten. Gut, wir haben, was haben wir hier? Einen alten Tagesplan. Wir nehmen den hier, genau. Unser Tagesplan von gestern. Man merkt, wir haben hier frische Luft. Mein Hund liegt hier unten zu Füßen und schnarcht. So, wir haben hier unten, das war der Tagesplan von gestern. Diese Position haben wir gestern Morgen hier live gehandelt. Wir sind bei 1,1523 rein. Der ist bis hoch an die 47 gelaufen. Und hier oben gegen 9 Uhr waren wir mit unserem Tagesplan und unserem Tagesziel komplett durch. Damit war die Geschichte für gestern früh um 9 erledigt. So viel zu gestern. Wir haben dann gestern Morgen noch die Marken 47, 54, 58 und 76 aufgerufen und er ist dann auch direkt, aber auch direkt bis zur 1,1576 durchmarschiert. Volle Granate, ohne irgendwie auch nur im kleinsten Mal anzuhalten oder zu bremsen. Diese Geschichte hätte man gestern genauso aus diesem Doppelboden heraus handeln können. Wir haben hier unten, nachdem er uns hier das Tagesziel beschert hat, dann hier runter bis nochmal bis zur 1,156, 1,157, um dann direkt durchzuziehen, diese 80 Punkte, fast 80 Punkte bis da hoch, die hat er dann in einem Rutsch durchgezogen. Wie hätte man diese Geschichte handeln können? Wir haben hier ein Tief, wir haben da ein Tief, wir haben hier ein Zwischenhoch. Damit ist das die klassische Definition von einem Doppelboden mit einer Nackenlinie. Die Nackenlinie wäre hier bei der 31 gewesen. Das heißt, wir hatten locker 25 Punkte, die man hätte hier draufpacken können. 31 plus 25 ist 56 und daraus errechnet sich nur aus dieser Formation, hier aus diesem Dreieck, errechnet sich dann hier oben nochmal das Ziel. 56 und die 58 hatten wir, 54 und 58 hatten wir eh auf dem Deckel für den Tag. So, das Zweite ist, dass wir hier die erste Bewegung hatten. Das haben wir uns gestern Nachmittag noch rausgezogen. Hier haben wir diese Bewegung. Wenn das hier das Tief gewesen ist, dann errechnet sich daraus jetzt hier das, die Folgebewegung bis zur 1,1633, damit wir A gleich C nicht wieder übersehen. Dann ist das hier diese Bewegung und die hätte er gestern Nachmittag oder gestern Abend, gestern Nachmittag noch bis hier hoch durchziehen sollen oder können, hat er bisher nicht getan. Daraus ergibt sich für heute dieses Muster. So. Zahlen wieder gerade rücken da. So. Damit ergibt sich für heute dieses Muster, dass er direkt durchmarschiert, das wage ich fast zu bezweifeln. Also könnte es sich lohnen, von da aus zu shorten, halbe Positionsgröße, egal wie groß eure Positionsgröße ist. Aber die halbe Positionsgröße von oben nach unten, weil wir handeln gegen den Haupttrend. Diese Nummer kann man dann da unten so
Diese Nummer kann man dann da unten drehen. Das heißt, in dem Bereich 91 bis 95 wir machen das auch blau, damit das auch dazu passt. 1, 15, 91 bis 1, 15, 95 Short. Halbe Position. Genau in diesem Bereich, wenn er hier jetzt umdreht, dann sollte man das auch tun. Dann sollte man die Geschichte einfach anfassen. Und zwar suche ich mir für diesen Zweck, da, wir sind genau an der Linie, den TP nehme ich raus und ich shorte direkt. Da. Der Stop muss über die 95. Da, wir haben die 95 und den Stop haben wir bei der 1.16.00. Dort liegt er im Moment gut. Jetzt muss ich einen anderen Chart nehmen. Kleinen Augenblick. Sonst komme ich jetzt hier durcheinander. Das war jetzt dumm, ne? Ja. So. Das war jetzt blöd, die Position da reinzupacken. Die nennen wir mal Nelson. Damit der Lutz sich nicht beleidigt fühlt. So, dann heißt das Ding jetzt Nelson 1-0. Wird auf jeden Fall ein Gewinner. damit das auch noch Spaß macht. So. Und alles raus. Okay, und dann haben wir die 91 und die 95. Schon witzig, wenn ein Hund hier nebenbei schnarcht. 91 und die 95, dann kann ich nämlich hier auch weitermachen. So. Und 55, 51 ist wichtig. Sorry, dass ich habe die Position einfach im falschen Chart und da will ich jetzt nicht drin herumfuschen. So, 64 und die 55 und die 51, da wollen wir unten hin. So, und jetzt können wir auch unseren Plan machen. Ne? So. Noch auf Lutz-Size bringen. So. Und machen wir die blaue Route einfach nochmal, ne? Hier von der 95, 91 bis 95 und dann wieder
hoch bis 1,16. Was hatten wir gesagt? Welche Marke hatten wir oben? Wer hat sie sich denn gemerkt? Sehr schön, genau, die 33. Und damit packen wir auch unseren Text da rein, auch in Blau. So, jetzt können wir es machen. 1, 15, 91 bis 1, 15, 95 Short, halbe Position. Egal wie groß eure Positionsgröße ist, für die, die sich jetzt gewundert haben, warum ich eben 0,01 Lot genommen habe, weil ich diese Plattform hier nur für Präsentationszwecke benutze. Meine Position handle ich auf einer anderen Plattform, also nicht auf einer anderen Handelsplattform, sondern auf einem anderen Konto. Ich will oder darf einfach nicht in diesen Ruf kommen. Das heißt, der packt die Riesenposition rein, um Leute zum Handel zu animieren. Und Nelson hat es ja vorhin gesagt, es ist keine Handelsempfehlung. Und ich empfehle sogar eher, gerade für die, die am Anfang stehen, lieber kleine Positionen zu nehmen, um erstmal sattelfest zu werden. Weil an der Börse zahlt man Schmerzensgeld. Erst die Schmerzen, dann das Geld. Das ist jetzt falsch, weil diese Position würde ich nämlich da unten drehen. Drehrumbum an der 1,1564 1, 15, 54, 1, 15, 51. So, das gehört da dazu. Über eine rote Route brauchen wir heute gar nicht nachdenken. Die rote Route hätten wir machen müssen, wenn er die Nummer oben noch nicht angelaufen wäre. Aber die hat er jetzt angelaufen und ich bin auch völlig entspannt, da wir das Idealszenario heute haben, dass wir hier oben nur eine enge Spanne zwischen meinen beiden Marken haben, strotze ich vor Optimismus, dass er diese ganze Geschichte nach unten laufen lässt. Für die Jungs, die immer wissen wollen, wie pyramidisiert man, wenn man diese Position aufbauen möchte, wäre nach dem Muster hier ein Schlusskurs in 5 Minuten unter der 83, würde ihm sogar ein bisschen Luft geben und würde sagen, einen Schlusskurs in 5 Minuten unter der 1,1580. Dort kann man überlegen, ob man die Position etwas vergrößert, aber der Stop für die gesamte Position muss hier Break-Even platziert werden und muss auch Break-Even hinterhergeführt werden. Wie die Position ausgeht, werden wir dann sehen. Ich werde diese hier automatisieren. Ich bin 10 Punkte im Risiko, also geht der BE-Schutz auch an, wenn ich 10 Punkte vorne bin. Und den Take Profit, den lasse ich hier mal bei 20 Punkten. Das reicht hier nicht ganz, sondern ich würde hier unten, wenn diese Nummer hier unten kommt, bei der 64, dann sind wir fast 30 Punkte vorne. 30 Punkte vorne heißt für mich, dass ich hier nicht, dass ich hier aussteige, sondern ich würde hier die Hälfte von meiner Position hier unten glatt stellen. Hier unten. Knapp über der 64, also bei der 66, die Hälfte der Position glatt stellen
und die andere Hälfte dann bis hier runter laufen lassen. So kann man damit arbeiten. So, und jetzt lassen wir den einfach mal ein bisschen fallen. Wir haben vor einer Weile bei uns in der Community eine Umfrage gestartet und haben gefragt, was ist eure Priorität? Liegt die Priorität im DAX oder liegt die eher im Euro, das Tagesziel zu erreichen? Und die Umfrage war eindeutig, dass wir das Tagesziel erreichen wollen. Und wenn das Tagesziel da ist, dann ist auch gut. Eine Bitte an Eddie hier jetzt zum Beispiel, wenn du eine Fehlermeldung kriegst, bitte nicht hier in diesem Webinar. Wir machen jetzt den Live-Handel für alle. Schick mir eine Mail dazu und einen Screenshot. Support-Anfragen bitte per Mail an uns. Das nützt mir hier in dem Chatverkehr nützt mir das gar nichts, weil der hinterher weg ist. Den kann ich nicht mehr lesen. Okay? Also Support-Anfragen bitte immer. Entweder per Mail an mich, dass ich es bearbeiten kann oder einer von meinem Team bearbeiten kann oder an FX Flat, die Jungs von FX Flat, unter anderem der Nelson, werden euch auch sehr, sehr gerne helfen. Bitte nicht hier. Das ist nach dem Webinar, ist das weg. Okay, wir schauen mal noch auf den Jungen hier. Hier hatten wir uns gestern Morgen die Marken erarbeitet. 13.176, 13.197, 13.223. Diese drei Marken laden ebenfalls zum Shorten ein. Auf jeden Fall, um bis hier runter zu kommen, knapp an die 13.000. 13.005 hatte ich aufgerufen als Zielmarke. Na komm, zeig mir die 05. Das hatten wir gestern Morgen schon mal aufgerufen. Da. Da ist unser Ziel. Und hier war der Plan gestern früh da hoch. Dann erst ein neues Tief machen, so war es gestern angedacht. Dann eventuell nochmal da hoch, um dann nach unten durchzufallen. So war der Plan gestern. Den Plan heute muss ich etwas verändern. Dafür benutze ich aber die gleichen Linien. Heute gehe ich eher davon aus, dass ich diese Nummer hat er ja gemacht, und zwar, dass er diese Bewegung nach oben durchzieht, bis dahin, ungefähr, um dann nochmal nach unten zu fallen, bis an die 13.005. Die 13.005 hier unten ist momentan das Zünglein an der Waage. So, bricht diese Linie, dann gehen wir sehr viel tiefer, nämlich dann haben wir als nächste Marke hier unten erst diesen Bereich, der überhaupt auffangen kann, bricht diese Geschichte. Die ersten Alarmzeichen dürften schon mal kommen. Hier unter der 13.64, das Tief von gestern. Da drunter dürften die ersten Alarmzeichen kommen. Hier drunter unter der 12.800. werfe ich alle Long-Setups und alle Marken oben über den Haufen, weil
darunter wird es massiv wegbrechen. Und nochmal, für die mich nicht nachvollziehen können, was ich auch nachvollziehen kann, dass man mich nicht nachvollziehen kann. Kleines Späßchen. Da. Ich bevorzuge in diesen Phasen, so wie hier, immer, immer wieder meine Short-Setups. So, auch da. Da drunter, hier unten drunter, wird es bitter, bitter, bitter böse. So, und dafür machen wir diese Linie mal richtig dick und fett. So, und ich platziere nicht irgendwelche Positionen und versemmel eine nach der anderen, um in das Glück zu kommen, dass irgendwann mal eine funktioniert, sondern diese Positionen hier handle ich aus fester Überzeugung. Wenn ich hier in diesem Bereich shorte, dann kann ich meinen Stop über die 23 legen. Da oben drüber, die 23 ist mein K.O. Auch da brauche ich etwas Luft. Ich würde in dem Fall die 13, 2, 50, 51 nehmen für Stops. Wir haben als Ziel die 13.005. Das ist das Ziel. Und wenn ich hier oben jetzt in diesem Bereich, das sind unsere Marken von gestern, wer sich erinnert, weiß, dass wir gestern Morgen genau diese Marken eingezeichnet haben, dass wir hier in diesem Bereich 13.176, 13.197, 13.223 shorten. Das heißt, hier bei der 13.175 kann man anfangen zu shorten, bei 13.97 eventuell eine kleine Position drauf und Stops müssen da oben drüber. Wenn ich hier bei der 75 anfange zu shorten und mein Stop auf die 13.251 lege, dann bin ich mit 75 Punkten gerundet, mit 75 Punkten Short-Stop dabei. 75 Punkte Stop, aber ich will zur 0,5 hier runter an dieses Ausbruchslevel und dieses Ausbruchslevel, wenn das bestätigt wird, habe ich 170 Punkte vor der Nase. 75 zu 170 ist ein CRV von 2,3 zu 1. Das berechtigt mich auch dazu. Und wenn ich größere Stops nehmen muss, muss ich eine kleinere Positionsgröße nehmen. Sollte ich mir hier allerdings Long Setup suchen, hier bei der 75, weil ich sage, Mensch, wenn er da oben drüber rausgeht, dann geht er ja weiter. Dann muss ich mit meinem Stop hier drunter. Ich habe als Ziel da oben die 13.310, ich habe 125 Punkte Ziel und muss mit meinen Stops aber hier drunter. Ich habe 125 Punkte Ziel und 100 Punkte Stop. Das heißt, das CAV ist wesentlich schlechter als in meinem Short-Setup. Deswegen shorte ich diese Setups. Das zweite ist, dass eine Korrektur aus zwei Bewegungen bestehen sollte. Optisch ist das Bewegung 1 und das hier kann Bewegung 2 werden in diesem Muster. Sollten wir bis da hochlaufen, sieht das sogar sauberer aus, A gleich C, aber eine Warnung dazu, dieses Tief hier von dieser Kerze ist bei 13.063. Und dieses Tief hier von der Bewegung ist bei 13.073. Das heißt, wir waren hier schon tiefer als da. Und die Bedingung an die Welle C, erste Welle, zweite Welle, die ist hier schon erfüllt. Weil die Bedingung heißt nur, dass wir bei der zweiten Korrekturwelle ein tieferes Tief als bei der ersten brauchen. A gleich C ist nicht zwingend notwendig, sondern es reicht, wenn diese Welle hier ein tieferes Tief macht als
da. Okay, so viel zu den Short-Setups. Es ist keine Animierung, diese Position zu handeln. Ich erkläre hier nur meine Denke, warum, wieso, weswegen ich diese Positionen so handle. Und nochmal die eindringliche Bitte an die, die diese Position nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Wenn man aber solche Setups nicht versteht, nicht nachvollziehen kann, dann bleibt man einfach an der Seitenlinie stehen. Ich habe es gestern Nachmittag im Webinar schon mal erläutert. Ich habe bestimmte Schulfächer oder so früher auch nicht verstanden. Aber ich war trotzdem jede Unterrichtsstunde da und habe mich dann trotzdem auf die Fächer konzentriert oder auf die Fächer wieder gefreut, die ich dann verstanden habe. Und hier ist es genauso. Wenn ich habe früher in der Schule Physik nicht verstanden, deswegen habe ich in Physik auch nicht mitgemacht. Ich habe zugehört, weil ich musste an der Realschule dann irgendwann mal eine Prüfung schreiben. Deswegen habe ich zugehört und habe versucht, das zu verstehen, um es dann irgendwann wiederzugeben, wenn ich danach gefragt wurde. So, schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung. Also muss die bestimmtes Fachwissen haben. Aber ich habe im Unterricht nie mitgemacht, weil ich Physik einfach nicht verstanden habe. Physik ist nicht meine Stärke. Wenn wir dann Biologie gemacht haben, da war ich dann fleißig und Mathe. Das war genau meine Stärke und da habe ich einfach mitgemacht. Aber ich war trotzdem in beiden Fächern anwesend. Und genauso ist es hier. Wenn ich diesen DAX nicht verstehe und den nicht handeln will, weil ich ihn nicht verstehe, dann lasse ich das einmal. Gucke ich mir das an. Analyse kann ich ja vielleicht trotzdem was lernen, kann es auf anderen in anderen Setups umsetzen, aber dann mache ich es einfach nicht mit, dann lasse ich einfach die Finger davon. Und wenn ich hier der Meinung bin, der muss jetzt nach oben gehen, ja gut, dann handel doch das, was du siehst und dann geh doch nach oben damit. Man muss ja der Meinung der Lehrer nicht folgen. Ne? Wenn mir mein Vater früher gesagt hat, du pass auf, den Stein schmeiß jetzt mal nicht an die Scheibe von den Nachbarn, die geht dann nämlich kaputt. Dann habe ich das ja auch nicht geglaubt. Dann habe ich ja trotzdem den Stein genommen. Zwar abends im Dunkeln und habe ihn trotzdem in die Scheibe von dem Nachbarn geschmissen. Habe dann hinterher gesagt, okay, Papa, du hast recht. Aber ich habe trotzdem mein eigenes Ding gemacht. Ne? Und hier ist es genauso. Lutz, zu deiner Frage, ja. Deswegen diese Setups und die Marken, wenn wir uns die angucken, wir hatten gestern sauberen Bestand, wir hatten gestern genau die gleiche Bewegung. Er hat beide Marken, zack, die 76, die 97 geholt. Heute hat er die 76 geholt. Ob er die 97 und die 223 holt, werden wir sehen. Und den Jungen hier, den halten wir uns jetzt schön entspannt warm. Wir sehen wieder hier unten, ich habe gesagt, unter der 80 können wir aufstocken. Wir sehen, wie wieder die 83 bremst. Das dauert jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis er die eventuell knacken kann. Das kann vielleicht auch noch die Geschichte bis 9 Uhr hinziehen. Aber bis 9 Uhr werde ich das nicht hinziehen, weil meine Setups für heute sind klar. Und ich hoffe, ihr konntet sie ein bisschen nachvollziehen, ja, und euch vielleicht sogar einen Screenshot machen, um zu schauen, wie mein Plan für heute ist. Da ist er. Ich will hier runter, will dann hoch und hier drunter unter der 1,1580 aufstocken. Diese Position ist bei der 90 reingegangen. Bei der 90 heißt, wenn die bei der 90 reingeht, 15 Punkte. Wenn er an der 75 ist, kann ich sogar schon heute drüber nachdenken, mein Tagesziel zu realisieren, tschüss zu sagen und dann mich draußen ans Lagerfeuer setzen oder vielleicht einen kleinen Gulasch zu kochen oder irgendwie sowas. Mal gucken, was uns heute hier im wunderschönen Estland erwartet und was wir uns heute auf den Deckel schreiben. Er muss nachher mal rausgucken. Die Sonne scheint und vielleicht haben wir sogar Glück, dass es ein bisschen wärmer wird, dass wir vielleicht sogar mal eine Radtour machen oder so, um uns diese Geschichte hier mal ein bisschen näher vom Fahrrad aus anzuschauen. Noch schöner ist es wahrscheinlich, heute in die Pilze zu gehen. Die schießen bei dem Wetter nämlich sehr schön. Schön, dass zwischendurch mal ein, zwei Tage jetzt geregnet hat und die Temperaturen sind für Pilzsammler ideal. Dann gibt es eben einen Pilzgulasch, ne? So ungefähr, Mensch, hast du deine Pilzsuppe, die schmeckt aber
Oder dein Pilzgemüse schmeckt aber hervorragend. Mensch, wo hast du das Rezept her? Aus dem letzten Tatort. Okay, in diesem Sinne wünschen wir allen mit den Positionen ganz, ganz viel Glück. Genau, auch ohne blaues Auge Fahrrad fahren, das habe ich gelernt. Dass wir das blaue Auge diesmal auch vermeiden. Und wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit habt und wir werden Estland genießen. Estland ist übrigens wirklich eine Reise wert. Wer ökologischen Anbau oder ökologische Landwirtschaft mal kennenlernen will, 20% der landwirtschaftlichen Flächen sind hier absolut ökologisch angebaut, ohne Pestizide, ohne Chemie, ohne Genmanipulation, ohne alles. Und das schmeckt man auch. In diesem Sinne sage ich danke an Nelson, danke an Lutz, dass du mich immer erträgst. Aber es ist schön, wenn man einen Sparringspartner hat. Das ist überhaupt nicht böse, Lutz und ich, wir verstehen uns sehr gut. Es ist überhaupt kein Streit oder sowas. Aber es lockert die Geschichte ja immer ein bisschen auf, wenn man jemanden hat, den man auch ein bisschen ärgern kann, ne? In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag. Danke nach Rating. Danke, dass ihr so früh aufgestanden seid. Und einen schönen Tag, euer Thorsten und Team. Super, Thorsten. Vielen Dank. Und euch natürlich noch einen schönen Aufenthalt. Wir freuen uns auf das Webinar nächste Woche und vielleicht hast du auch dann ein paar schöne Bilder für uns von den Bären, vielleicht auch schon in Estland. Also, Ja, wir haben Bilder und wir haben extra eine Galerie fertig gemacht, die ich eigentlich zeigen wollte. Aber wer mich kennt, weiß es, ich bin kein technisches Genie und habe es heute Morgen nicht hingekriegt. Meine liebe Frau hat mir extra eine Galerie fertig gemacht, noch von Vilnius und so weiter. Und ich war zu blöd, die heute früh aufzurufen, so dass wir sie zeigen konnten. Aber auf Facebook findet ihr ein paar Bilder in der Facebook-Gruppe der reisende Händler, den ihr abonnieren könnt. Und wo wir auch alle 4, 5 Tage einen Reisebericht veröffentlichen. Der nächste wird wohl heute beziehungsweise spätestens morgen über den Äther gehen und wird dort dann auch veröffentlicht sein. Dort könnt ihr uns nämlich dann begleiten. sehr gut. Dann alle auf die Facebook-Seite schauen und da habe ich schon gesehen, da waren auch schon jetzt schon schöne Bilder da vorhanden. Also lohnt sich auf jeden Fall. Dann natürlich ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer fürs Live dabei sein und wünsche allen natürlich einen schönen und erfolgreichen Handelstag und würde mich natürlich freuen und Thorsten sicherlich auch, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Also bis dahin. Viel Erfolg, alles Gute, tschüss.